bin jetzt von der Arbeit zurück. Ich bin jetzt hier am Bahnhof, habe mir noch was beim Biber geholt, einen Riegel. Und jetzt bin ich wieder daheim am wunderschönsten Bahnhof in ganz Österreich. Ich bin jetzt hier zu Hause und denke mir immer so, boah, ja, ich habe noch so viel Zeit. Ich komme erst um 4:30, dann habe ich aus und dann komme ich heim und kann noch so viel machen und dies, das, Ananas. Aber eigentlich die Wahrheit ist, ich bin müde, sehe scheiße aus, bin verschwitzt, traurig, depressiv und bin langweilig und will einfach nur schlafen. Ich muss mein komplettes Zimmer noch putzen. Saugen, wischen und alles, was dazu gehört. Ich habe gar keinen Bock. Also bis jetzt sieht's so aus. Hat sich einiges getan, hat sich noch nicht genug getan. So, das Zimmer ist jetzt endlich zusammengeräumt. Und jetzt esse ich was, und zwar Nudeln, die meine Schwester mit ihrer Freundin gekocht hat. Wow! Bei mir ist nichts so ästhetisch. Ich habe die Gabel drin vergessen. Alle zu tun, als hätten sie regelmäßig nur Bock auf ihr Leben und würden alles so ästhetisch machen, lügen. So sieht übrigens jetzt mein Zimmer aus. So, ich habe jetzt hier meine Nudeln. Übrigens keine Ahnung, was es für welche sind. Und ich muss es ein bisschen zurücklehnen, damit das Licht auch besser in die Fresse scheint. Und Traubensaft. Manchmal, wenn ich so Vlogs sehe von anderen Leuten und die so ihr Zimmer aufräumen und so und in deren total neuen Wohnung sind, Junge, wir wohnen wirklich in einer Altbauwohnung, was nichts Schlechtes ist, also nicht diese ästhetische Altbauwohnung, sondern diese Altbauwohnung. Und egal. Und die putzen dann immer so. Und ich schiebe sie mal 2 Wochen auf. Und dann putze ich den Boden. Digga, so lecker. Übrigens, für Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Jan. Bin 16 Jahre alt. Bin mega cool.
Ich kann nicht nach YouTube-Tutorials backen und ich liebe Ziegen. Und Katzen und Hunde und Murmeltiere und Fische. So schön ich hier auch sitze, ich habe ehrlich gar keinen Bock auf morgen und keinen Bock, dass ich morgen in der Früh aufstehe, weil ich muss von hier bis zu von dem Bahnhof, wo ich aussteige, zur Arbeit muss ich eine halbe Stunde gehen und ich gehe dann halt so wie ein verlassenes Kind. Eine halbe Stunde zu gehen in der Früh ist schon echt anstrengend, aber ich werde mir einen E-Roller besorgen. Ganz ehrlich, keine Ahnung, ob das Video gut ankommt, ob ich weitermache, weil eigentlich macht Spaß. Okay, eigentlich macht mir das Spaß und ich liebe so Videos. Habe auch übrigens übel Bock, wen zu roasten. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Falls das Leute sehen, die mich kennen und mich nicht mögen oder mögen. Hallo. Ja, auch mir ist das unangenehm. So, es ist soweit. Ich habe keinen Bock mehr auf den Tag und ich gehe jetzt Skincare machen, Zähne putzen, meine Schlafsachen anziehen und dann gehe ich schlafen. Glaubt ihr, manche Leute nehmen das ernst, wenn ich einen Dab mache? Und ich weiß auch genau, wie es ablaufen wird. Ich werde jetzt mein Gesicht waschen, meine Zähne putzen, meine Haare kämmen und keine Ahnung was. Und dann werde ich schön im Bett chillen und YouTube-Videos anschauen und irgendwann schlafen gehen. Viel zu spät. Und irgendwann werden mich die YouTube-Videos so abfucken, dass ich einfach sagen werde, halt's Maul, ich hasse euch alle, gute Nacht. Also, nicht euch, aber die YouTube-Videos. Danke, dass ihr heute mit mir dabei wart und eigentlich nur den halben Tag miterlebt habt, aber egal. Ich habe euch alle ganz viel lieb. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder oder übernächste Woche oder irgendwann oder auch gar nicht mehr. Schreibt mir irgendwas Nettes in die Kommentare. Folgt mir auf Instagram und vergesst nicht, genug Wasser zu trinken, denn das ist wichtig. Ciao.